So, hallöchen meine lieben Freunde, ich sag mein erstes Jahr, wie zu euch meine lieben Zuschauer und begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Runde The Code, der Adventure Map von Minecraft, und ich habe gerade ehrlich gesagt keine Ahnung, was wir in Raum Nummer 22 machen, welches ja noch nicht mal irgendwie ein Raum ist, sondern die ganze Zeit, seht ihr ja die ganze Zeit, rechts flimmert die ganze Zeit irgendetwas auf und ich habe keinen Plan, was es bedeuten soll. Das Einzige, was mir jetzt gerade nur aufgefallen ist, ich habe mir jetzt einfach mal meinen Zettel hier genommen und da werden ja die ganze Zeit Einsen gedings. Genau, da habt ihr jetzt gerade gesehen, eine 9. Ich habe keinen Plan, was das bedeuten soll. Und ich werde jetzt mich gleich einfach mal, wenn das Raute-Ding kommt, werde ich jetzt einfach mal 0 und 1 immer schreiben. Mal gucken, was dann bei herauskommt. So. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 9? Okay, was ist dabei herausgekommen? Ein komischer Code. Was kann das jetzt zur Hölle bedeuten? 9. Da kommt aber immer nur 9, ne? Ja. Okay, ich habe jetzt 1, 0, 0, 0, 0. Alter, was zur Hölle kann das bedeuten? Morse-Code? Ich gebe das einfach mal bei Google ein. Weil wie gesagt, bei der Adventure Map muss man auf jeden Fall einiges immer im Petto haben. Beziehungsweise hier kann ja alles Mögliche passieren. Wie gesagt, ich öffne jetzt einfach mal Google und gebe das jetzt einfach mal dort ein. Na komm, Kraum, öffne dich. Kraum, öffne dich. Öffne dich, Kraum. Mosami, ich liebe dich. So, gut. Ich habe jetzt hier Google und werde jetzt einfach mal diese Zahlen eingeben. 1, 0, weil wie gesagt, man muss auf jeden Fall immer gucken, was das hier geben kann. So. 1, 1, 1, 1. 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Binary Code, was? Das ist jetzt nicht ganz im Ernst ein Binary Code. Krass. Gib das mal selbst bei Google ein, diese Zahl gerade, diese 1000111 und so weiter, keine Ahnung. Gib das einfach mal selber bei Google ein. Ich habe jetzt nämlich gerade echt einen Code aus Google herausbekommen. Wie krank ist das denn, ey? Wer kommt auf solche Aufgaben? Das ist der Binary Code Nummer 34734. Krass. Okay, das nächste Mal werde ich auf jeden Fall, was weiß ich was, sämtlich Google aufhaben und iPhone dabei haben mit dem QR-Code. Wie gesagt, das kommt bestimmt irgendwann nochmal, hundertprozentig. Alter Vater, der kommt auf solche Ideen, mal ganz im Ernst. Und wie sollen das gleich 13-jährige Minecraft-Kiddies lösen? Die haben noch gar keinen Plan von dem ganzen Spiel. Das war so von Google und so, die können ja nur Daumen runter geben. Wenn man sie mal erwähnt. So. Alter, wenn das jetzt richtig ist, ne, Alter, ich kotze Regenbögen. Also nein, ich kotze jetzt nicht wirklich Regenbögen, weil das, denke ich mal, richtig ist, aber... Bah. So. Kranke Map, ey, mal ganz im Ernst. Ey, das ist sogar richtig gewesen, ey. Biotope, was? F3. Soll ich F3 drücken? B... B gleich Swampland. BL. Was hat das jetzt mit Plants? 13, 12. Mushroom Island? Hä? Ice Mountains? What? Was zur Hölle? Alter, diese Aufgaben, ne? Okay, da ist auf jeden Fall ein B. Ich weiß gar nicht, ob ihr das seht. Da stehen nämlich Ice Mountains, Swampland und Mushroom Island oder so. Und hier steht wieder Swampland. Und wenn ich hier nämlich hingehe... Hä? Swampland? Gibt's hier noch was anderes? Mushroom Island, Ice Mountains. Was soll ich jetzt daraus entnehmen? Swampland? Biotop. B gleich Fragezeichen. Muss ich jetzt irgendwie die ganze Zeit hier versuchen, irgendeinen Code da rauszufinden aus dem B oder so? Alter, ich habe keinen Plan, ich habe eine scheiß Dingsens da hinten. Ich sehe gerade, Minecraft läuft mal nicht mit 90 FPS.
Mir ist nämlich mal aufgefallen, hier in The Code habe ich deutlich weniger FPS als in den Minecraft-Aufnahmen. Das ist irgendwie ziemlich krass auf jeden Fall, was hier alles in Arbeit reinsteht, beziehungsweise wie viel Redstone hier auch ist. Was mache ich denn da? gib mir das Papier wieder? Oder auch nicht? Dann gib mir das Papier eben nicht wieder. Ja, ich möchte bei jeder Aufgabe hin. Okay. Wie soll kommen auf 6, 13 und 14? Ich guck jetzt nochmal. Alter, uns fehlen nicht mehr viele Türen. Wie zur Hölle kommt man auf 6? Bei dem Swampland. Wie kommt man da auf 14? Nee, warte mal. Wie kommt man bei dem Mushroom Island auf 14? Ihr müsst mal gerade mein Gesicht sehen, ne? Ich ziehe die Augenbrauen so scharf zusammen. Gut, dass ich Minecraft nicht mit Cam aufnehme. Wäre peinlich, Mensch. Das wäre aber so peinlich. Alter, ich check das nicht. Ich check das einfach nicht. Ich check diese komische Map nicht. Ich werde jetzt einfach diesen Code eingeben. 14, 6 und 13. Ich hoffe mal, dass es richtig ist. Und wenn nicht, dann kacke ich wieder irgendwelche Würste aus meinem Arsch. Okay. 14, 6, 13. 14, 6, 13. 14, 6, 13. 14, 6, 13. 14, 6, 13. 14, 6, 13. 14, 6, 13. 12 steht da. Spast. So. Wenn das nämlich nicht richtig ist, ne, dann kacke ich jetzt irgendwelche Regenbögen. Hab ich ja gerade, glaube ich, schon gesagt, ne? Und? Ah, okay. Aber ich check die Aufgabe trotzdem nicht, mal ganz im Ernst. Naja, egal, lassen wir uns davon jetzt nicht beirren. Game-Puzzle. Oh, Mann, ich hasse solche Aufgaben. Was? Okay, das soll so wie das werden, denke ich mal, oder? Und wie kann ich das jetzt tun? Tun? Ich denke mal, es gibt dann 5 Schritte. Und je nachdem, ob ich dann einen Block, sagen wir mal, den grauen Block nach oben ziehe, ist das dann eine 3, oder? Ja, ne? Glaube ich. Der muss auf jeden Fall nach oben. Der muss nach oben, da muss der nach oben. Dann haben wir da unten frei. Alter, verdammt. Dann so. Dann kommt der nach unten. Der nach unten, der nach unten, oder? Passiert was, wenn ich draufklicke? Nee. Oh, sag wie, ich muss das im Kopf machen. Och, nö. Also bin ich doch viel zu dumm, ey. Okay, ich schaff das. Okay, 3 nach oben. Nee, 6 wäre das. Die 6. Ich nehme jetzt einfach mal die 6 als Standardzahl, meine lieben Freunde. Da ich ja hier nichts kaputt machen kann, da kann ich ja ein bisschen rätseln, ne? Ihr könnt ja ein bisschen miträtseln. So, haben wir das so ganz im Bild? Ja, so haben wir das eigentlich ganz im Bild. So, okay, Nummer 6 müsste nach oben. Dann kommt der violette nach rechts. Nee, dann kommt der blaue erstmal nach oben. Sprich 6, 9. Dann kommt der violette, das wäre eine 8. Dann kommt der grüne nach unten, das wäre eine 5. Dann kommt der gelbe nach rechts, das wäre eine 4. Und der blaue geht nach unten, das wäre eine 1. Scheiße, ich habe eine 6-stellige Zahl. kann man das auch anders regeln? Hallo? Kann mir wer helfen? Wand? Sag es mir. Bitte. Okay, nam. Oder die 1 einfach an hinteren Dingsens weglassen. Okay, ich gucke jetzt nochmal. 6. Dann kommt das nach oben. 9. Dann das nach darüber. Dann hätten wir eine 8. Der grüne geht nach unten. Dann hätten wir eine 5. Der gelbe geht nach da. Dann hätten wir eine 4. Da hätten wir nämlich die 5 Zahlen schon fertig. Ich hol mir schon wieder einen Tipp, ey. Ich hol mir einen Tipp. Hundertprozentig. Mein Gott, dieser Gang ist auch gar nicht lang. Ich check diese Aufgabe einfach nicht mal ganz im Ernst. Wieso habe ich da jetzt 6 Ziffern mal ganz im Ernst? Achso, ja, ich bin Schuhe, übrigens. Ach, der lässt einfach mal ganz getrost den ersten Gang weg? Oder wie? Hä?
Achtet mal. Der lässt einfach mal ganz getrost den ersten Schachzug weg. Der verschiebt einfach mal gleichzeitig zwei Blöcke. Weil der muss doch zuerst nach oben. Ja, der muss doch zuerst nach oben. Ja, dann lassen wir die 6 einfach weg. Okay, lassen wir die 6 einfach weg, Spiel. Wir lassen die 6 einfach weg, weil die 6 einfach so dreckig ist. Ja, Flachwitze, FTW. Okay, dann gucken, ob das jetzt klappt, dass wir, wenn wir einfach mal die 6 weglassen, hätten wir nämlich die Zahl... Boah, ich sehe fast gar nichts mehr, ey. 9... 8... 5, 4, 1. So, ich hoffe mal, dass das jetzt auch richtig ist, meine lieben Freunde. Und. Sorry. Theoretisch schon, ne? Krass. Alles klar. Was ist das denn schon wieder, ey? Was? Da sind schöne Paint-Zeichnungen. Okay, aber erstmal 25 Merge. Was muss ich hier machen? Was? Was? Fünf? Hä? Ja, jetzt geht's wieder zurück. Das habe ich auch kapiert. Alter, was sind das für beschissene Aufgaben? Mal ganz im Ernst. Aber echt raffiniert auf jeden Fall, meine lieben Freunde. Ich würde euch auf jeden Fall mal ans Herz legen, dass ihr die Map auf jeden Fall mal selber spielt. Wie gesagt, ich hole mir dafür jetzt... Scheiße, ich muss für den nächsten Hint warten. Verdammt, kann ich den nicht einfach wegschmeißen? was hat das denn jetzt zu bedeuten? Mal ganz im Ernst, meine lieben Freunde. Das sind 1, 2, 3, 4, das sind mehrere Dinger, ne? Sehe ich hier sonst noch irgendwelche Indizien, irgendwelche Hilfsmittel oder so? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das sind mehr, das sind genau 6, ja. Okay, wenn ich auf den ersten klicke, gibt es irgendwelche besonderen Merkmale? Hier wäre Nummer 1. 2, 3, 4, 5, 6. Auch leider. Ich laufe jetzt einfach nochmal ganz schnell drumherum. Sehe ich irgendwelche Zahlen? Nee, ne? Was können wir denn daraus lesen, mal ganz im Ernst? Aber der zeigt man mir selbst gar nicht mehr Text an. Minecraft sagt schon, nee, kein Bock. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 2, 5. Nee, das sind mehrere. Daraus kann ich auf jeden Fall nichts lesen. raffiniert, meine lieben Freunde. Aber man kann ja auch nicht irgendwelche Zahlen rauslesen, ne? Ich könnte eventuell die Striche zählen. Guck, das zeigt... Minecraft zeigt mir auch gar nicht mehr alles an, deswegen. Hier, dass ich halt pro Seite jetzt eventuell das hier zähle. Aber das ja, wäre es ja auch nicht so wirklich. Oder dass ich pro unterem Code halt alles lese. Das sind ja auch mehr als 5. Was machen, meine lieben Freunde? Was machen? Kann ich jetzt einen Tipp holen? Ja. Gib mir. Okay, da bin ich mal gespannt, was mir der Tipp hier gibt. Sieht eher aus wie so eine... Was? Was? Kann man daraus eine Zahl lesen? Wie zur Hölle kann man daraus eine Zahl lesen? Kann man den Chat noch irgendwie kleiner machen? Ey, Alter, mal ganz im Ernst, wie soll man auf sowas kommen? Den Chat kann man doch bestimmt noch kleiner machen, ne? Oder größer?
Nee, größer wäre es ja auch nicht im gewissen Sinne, ne? Options. Wo war's? Oh, ich muss mal Language wieder auf German stellen. So. Nee, da wäre es ja nicht im gewissen Sinne, dass ich da jetzt irgendwie was einstelle. Da war's nicht. Ach, was? Wie soll man denn daraus eine Zahl lesen? Das ist eine 4. Ach so! Ah! Ah so! Okay, da entsteht jetzt die 4. Hier ist nichts. Da ist auch nichts. Dann kommt jetzt die nächste Zahl. 3 dürfte das sein. Genau, 3. Da ist jetzt die Ende. Ah, boah, wie soll man denn auf so eine Kacke kommen, mal ganz im Ernst? Das dürfte eine... Na komm. 0. Ich gehe das jetzt einfach nochmal komplett durch, um jetzt zu gucken, ob es jetzt richtig ist. Alter, wie soll man auf so eine Scheiße denn kommen, mal ganz im Ernst? Das ist jetzt die 2, genau. Alter, Vater, raffiniert, raffiniert, ey. Ja, und jetzt kommt die 5, ja. Alter, Vater. Was war das jetzt? 3 und 0, genau. Mal ganz im Ernst, wie krank diese Map einfach nur drauf ist, ne? Wie krank diese Map einfach nur drauf ist. Mieser Mist, ey. Mieser Mist, ey. Boah, ich glaube, da habe ich jetzt nach der Map, habe ich auf jeden Fall ein IQ von 1.300.648. Hundertprozentig. Ich benenne das einfach mal um, genau. Kann mir einfach mal eine neue Notiz hinzugeflogen. Was war das jetzt? Ich habe es vergessen. 43 025 43 025 43 05 25 43 43 05 ich schaffe es 025. So. Alter Vater, die Rätsel werden ja immer schwieriger, ey. Das ist ja vorher zu viel von meinem Brain. Ich sollte mal lieber wieder Horror spielen. Nee, ich habe aber mega Bock, einfach diese Map hier aufzunehmen. Deswegen mache ich das doch einfach mal. Ich hoffe mal, dass es jetzt wirklich auch klappt. Krass. Krass. Draw? Was? Zwei Arme. Tod. Uhr. 2 Uhr. Ungefähr. Dann nach unten. Numero 1. Was? Was will mir die Map schon wieder damit sagen? Mal ganz im Ernst. Ich kann dich nicht abbauen, ne? Hä? Ich kann die Bilder umdrehen, sehe ich gerade. Sehe ich dadurch irgendwelche Zahlen zufällig? 1. Daraus könnte ich jetzt eventuell eine 1 lesen. Daraus könnte ich ein U lesen. Oder so. Und daraus könnte ich auch eine 1 lesen. Alter. Muss ich ja wieder irgendwie auf Tab drücken? Oh, ich kann gerade gar nicht auf Tab drücken. Wieso kann ich nicht auf Tab drücken? Oh. Nee, ich drücke gerade auf Tab. Ich kann gerade nicht auf Tab drücken, komischerweise. Was ist da drin? Irgendwo was versteckt? Oh mein Gott, der hat keinen Penis! Oder so. Sorry, das musste sein. Ich will jetzt nicht schon wieder einen Tipp holen, Mensch. Oh. Ups. Man kann Glaus noch mal bauen? Alter, ich möchte einmal ganz kurz rausgucken. Bin ja gerade mal echt neugierig. Das werde ich am Ende der Map übrigens mal zeigen, wie die Map übrigens von oben aufgebaut ist. Man kann im Adventure-Modus Glowstone abbauen, das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber ich werde jetzt einfach mal trotzdem jetzt, ja, mir nochmal einen Tipp holen, falls es natürlich geht, falls die Map das Ganze, die ganze Map das möchte. Ja, möchte ich. Give me. Bin ich mal gespannt, ey. Jump, Death, Time, Return first? Was? Was? Was heißt das? Ich kenne mich mit Minecraft nicht aus. Warte mal, was sind die Namen, ne?
oder? Jump. Wo ist die Jump hin? Ich mach das jetzt einfach noch in dem Part, meine lieben Freunde. Wird da halt ein bisschen länger, aber hey. Jump. Irgendwo war doch das Jump, oder? War das Jump? Da, Jump 8. Ich schreibe mir die Nummer einfach mal auf. Boah, wie soll man denn darauf kommen? Mal ganz im Ernst. Ja, wahrscheinlich kommt ihr da drauf, hundertprozentig. Labert mal kein Mist, ey. Kommt doch kein normaler Mensch drauf. 4? Boah, krass, das sind ja echt Nummern. Krass. Time. Time war irgendwo. Bah. Time war irgendwo hier, genau. Time. Hallo? Nee. Time irgendwo am Anfang? Sound, Jump, Disappear, Different Time. Time war 6, genau. 6. Mal ganz kurz an der Nase kratzen. Return. Return, Return, Returnament, Unreal, Returnament, ist Nummer 2. Und dann hätten wir jetzt einfach noch Nummer 1, das wäre die Nummer 1. Alter, ich habe jetzt tatsächlich eine Zahl. Kranker Mist, ey. So. Alter, ich bin einfach nur erstaunt von dieser komischen Map auf jeden Fall. 8. Was mache ich da? 8, 4. 6, 2, 1. Alter, Vater, ey, mein Gott. Diese Map fuckt my brain so hard. So. Und geht's jetzt auf? Geht's jetzt auf? Geht's jetzt auf? Geht's jetzt auf? Tatsache. Déjà-vu. Hä? Das erinnert mich schon wieder an eine Sprungscheiße. Ja, da würde ich auch mal sagen, das war's erstmal mit dem, ich glaube, 6. Part oder 5. Part. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, meine lieben Freunde. Mein Gehirn ist momentan zu Brei gefickt wegen diesen ganzen Rätselaufgaben, ey. Wieso hat der eigentlich... Wieso hat dieser Raum keinen Namen? Wir werden es herausfinden in der nächsten Episode von The Code. Und was es mit diesen restlichen Räumen auf sich hat, das werden wir dann natürlich erfahren, meine lieben Freunde. Lasst eine Bewertung da und wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder. Tschüss, meine lieben Freunde, und bye bye. Reingehauen und so.